So. Oh Gott, geht's hier bergauf. Oh Gott, bitte kein Säbelzahntiger mehr, ey. Das war ja richtig derbe jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt schaffe. Ich hätte jetzt schon gedacht, jetzt sterbe ich. Ich könnte mal quicksafen. Aber ich habe keine Heiltränke mehr. Entweder war ich jetzt blind und habe sie wieder mal übersehen. Oder. Ich habe wirklich keine mehr, aber ich dachte, ich hätte noch welche. Das verwundert mich jetzt wirklich. Ach du Scheiße, nee, oder? Nein! Nicht jetzt! Hat mich nicht gesehen. Sehr schön. Nein! Okay, Entdeckung. Schleichen. Nein! Nein, Alter! Nicht, nicht! Oh nein. Schlechte Idee. Jetzt gegen Drachen zu kämpfen. Drachenschreie sind gegen Drachen effektiv. Falsche Taste. Stimmt, ich hätte gegen Säbelzahntiger natürlich auch einen Drachenschrei nehmen können. Das muss jetzt erst einfach. Lydia? Lydia? Ah, gut, Lydia lebt noch. Oh Gott! Ach du Scheiße! Ist denn einfach noch zu schlecht für einen Drachen? Es geht nicht. Das können wir vergessen. Lydia? Also ich würde mal so ganz spontan sagen. Vielleicht kommen wir ja von unten ran. Ich glaube, wir kommen lieber von unten, oder? Okay. Auch mal gut zu wissen. Die Drachen können wir auch einfach mal so in freier Wildbahn begegnen. Es ist nicht so, dass ich jetzt in der Hauptquest nacheinander nach einer auf dem anderen treffe, wie ich es gedacht hätte. Nö, die fliegen ja einfach mal so lustig rum und ich krieg einfach mal aufs Maul, wenn einer vorbeikommt und die stark genug bekommen bin, sein Tun hätten. Ja. Da ist mir sogar ein Riese lieber, ganz ehrlich. Also das war jetzt wirklich doof. Aber irgendwann zeigen wir es dir, du blöder Lindwurm, du. Und wir sind noch auf dem richtigen Weg, das ist toll. Jetzt müssen wir wirklich diesen dummen Magikult mal ausrotten. Ich muss irgendwo meine Wut jetzt auslassen, dass ich gestorben bin. So. Waren wir auch schon fast? Wie es aussieht? Also muss ich doch nicht am Drachen vorbei, um dahin zu kommen. Ich hatte schon Angst, ein klein wenig. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Das. Was? Wie? Was klafft der Geist? Okay, der mag uns anscheinend nicht. Was heißt du von Schreien? Ich will das nicht tun. Tut mir leid, das will ich nicht. Tut mir leid, das will ich nicht. Hammer. Soll das heißen, er hat noch seinen eigenen Willen, aber. Das ist natürlich übel. Ich darf einen Geist ausziehen? Okay. Die ist mir zu schwer. Entschuldigung. Ich habe einen Aschehaufen geplündert. Hoho, das ist doch cool, oder? Ich wollte eigentlich mein Schild. Ihr wollt zu dem Nord gehören? Aha, da oben ist was Böses. Es tut mir leid, das will ich nicht. Das ist auch mal nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch noch nie gesehen. Wenn jemand auf einen zurennt und die ganze Zeit sagt, es tut mir leid, das will ich nicht. Aber ich meine, wenn es wie Unruhe, von Unruhe getriebener Geist ist, der vielleicht noch teilweise seinen alten Willen hat, das ist mal krass. Nein! Nein! Bleib weg! Es tut mir leid, das will ich nicht. Ich habe eben Drachen gehört. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Entschuldigung akzeptiert. Keine Sorge. So, Fass. Ja, Kartoffeln. Die haben wir eben gegen den Säbelzahntiger schon ein bisschen in den Arsch gerettet, zumindest. Okay, da geht's rein, dort, wo wir hinwollen. Durchstöbern wir das gleich mal. Aber vorher.
Ganz spontan in diese Richtung. Schlechte Idee. Vorsichtig. Keine Sorge, ich pass schon auf. Ups, war das dein Bein? Tut mir leid. Ah. Komische Spinnenweben habt ihr da. Ist auch möglich. Letztens habe ich diese Spinnenweben auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist der Bug auch nur auf meinem PC. Vielleicht liegt es auch an Fraps, aber... ist ganz amüsant. So, jetzt gehen wir aber mal da rein und... machen mal ein paar Magier kaputt. Und wir haben doch, glaube ich, einen Stufenaufstieg gehabt und... da stimmt wirklich irgendwas nicht. Schaut euch das mal an. Ich muss mir das gleich mal angucken. Machen wir aber erstmal unseren Stufenaufstieg. Hey. Was nehmen wir diesmal? Gesundheit. So, wollen wir noch weiter Blocken verbessern? Hier können wir, glaube ich, noch nicht weitermachen. Nee. Machen wir mal einhändig besser. Geht aber auch irgendwie nicht. Ich frage mich, wie das jetzt noch richtig funktioniert, das System, weil da komme ich noch nicht so ganz mit. Kriegsäxte sind mir eigentlich ziemlich wurscht. Nö, kann ich auch nicht nehmen. Dann schaue ich nochmal kurz zu den Schildschlägen. Geht anscheinend auch noch nicht. Nö. Da hat uns wer nicht... Ah, Moment. Da steht's doch dabei. Erfordert 30. Hat eine Stufenvoraussetzung. Da wir sowohl einhändig als auch Schild nichts weiter verbessern können... Was machen wir? Schwere Rüstung, oder? Genau. Gehen wir da drauf. Weil jetzt großartig Bogen oder Magie... Ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt bei dem bisschen, was wir bis jetzt machen. Hey, cool. So, das Zeug ist immer noch da. Einen Moment kurz, ich schau mal eben nach, was das ist. Ha, seltsam. Auf Windows gegangen, zurück ins Spiel, weg ist es. Was? Was willst du von mir? Nein, ich will jetzt weiterspielen, dankeschön. Puh, öffnet sich einfach Steam. Meine Steam-Errungenschaften. Ah, mehr Geister. Ist da jemand? Bleibt zurück! Ich will euch nicht angreifen! Tut mir leid, aber ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Es tut mir leid. Ich will das nicht tun. Und weiter geht's. Schon teilweise lustig. Mit den Haufen Asche plündern. Hey, sehr gute Zaubertränke. Und auch tatsächlich Heiltränke. Die Urne. Ist da plünderbare Asche drin? Das wäre toll. Stimmt's, Lydia? Natürlich. Da geht nichts lang. Nein. So. Begräbnisurne. Gold. Du bist ein lustiger Kopf. Aber mehr auch nicht. Gold nehmen wir natürlich immer gerne. Spenden sind immer gerne gesehen. Genau wie Heiltränke. Also, damit könnt ihr mich zukacken. Könnt ihr euch aus dem Arsch rausdrücken. Ja, Lydia, hast recht. Das ist wirklich... Es tut mir leid. Außergewöhnlich. Ich habe keine Wahl. Es tut mir leid. Ah. Vorsicht. Es tut mir leid. So. Jetzt habe ich dir gezeigt. Böser Geist, der eigentlich nicht will. Aber irgendwie habe ich da schon Mitleid beim Draufhauen. Das ist schlimm. Drauger. Das Notschwert, das ist... zu schwer für zu wenig Profit. Ja, erstmal durch den botanischen Garten durchlaufen, der hier in der Ruine drin ist. Warum nicht? Hallöchen. Oh, ja. Na toll. Ja, in die Falle gegangen. Hier ist doch ein wunderbarer Köder. Seltsam, dass ihr bei dem Fall nicht zu Tode gekommen seid.
Die meisten kommen dabei um. Och, ich habe gute Beine. Ach, und beachtet meinen Assistenten hier gar nicht. Er mag zwar schon bessere Tage gesehen haben, aber tot ist er mir immer noch eine größere Hilfe als zu Lebzeiten. Assistentin wahrscheinlich. Na schön, sehen wir mal, ob wir etwas haben, um das so schnell wie möglich zu beenden. Oh, ey, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Expertentor, 5 Dietriche, ganz toll. Oh, du kleine, miese Potzau. Ja, ja, ja. Na komm, es hat doch fast geklappt. Bitte, 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 bitte. Nein. Ja, ja. Nein. Och, komm. Och, komm, bitte, der letzte Dietrich. Nein. Aber keine Sorge, es wird relativ schmerzlos sein. Lydia, hast du eine Idee? Ich bin direkt hinter euch. Okay, ich glaube nicht. Dann mal los. Oh, jetzt reicht's. Na, scheiße. Muss doch irgendwo hier sein. Wo habe ich's denn nur hingelegt? Ich mach's mal so. Ich speichere mal in irgendeinem Slot. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Ich könnte ihn jetzt erschießen oder sowas oder britzeln, aber dann komme ich vielleicht nicht mehr hier raus. Vielleicht habe ich es hier hingetan. Was hast du denn? Gibt's Kekse? Kekse. Ah, da ist es. Wenn ihr jetzt bitte stillhalten würdet, damit würdet ihr mir die Sache sehr erleichtern. Aber natürlich. Ach, und ich war vorhin nicht ganz ehrlich. Es wird doch sehr wehtun. Ihr müsst tot sein, damit der Zauber wirken kann. Ach so, oh, kein Problem. Ihr hättet nie herkommen sollen. Du Sack. Dankeschön, dass du in Schlagreichweite kommst. Das finde ich sehr kompetent. Ach, du machst das Tor auf. Oh, dankeschön. Ist das schon alles? Ja. Oh, das war's schon. Dankeschön. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Oh, nicht schlecht. Ja, ja, zuppi. So schaust du sowieso schon viel kompetenter aus, so ohne deine grimmige Ausrüstung. Ist dir zu empfehlen. So. Das wächst schon durch den Schrank durch. Warum nicht? Hat natürlich Stil. Der gepflegte Herr von heute trägt natürlich immer Ranken durch den Schrank. Lydia? Lydia? Erschreck mich nicht so. Ich dachte schon, du wärst weg. Rolle des Chaos. Hey. Sitz, Tagebuch, das können wir uns mal durchlesen. Ist jetzt ein bisschen länger, deswegen lese ich es jetzt nicht direkt vor. Oder? Ach, wisst ihr was, das lese ich einfach mal vor. Abendstern 4-200. Es überrascht mich immer wieder, wie viele mir in diese simple Falle gehen. Aber ich muss sie vielleicht ein wenig anpassen. In den letzten Monaten sind mir viele gestorben, sobald sie auf den Käfigboden aufgeprallt sind. Etwa ein halber Meter Wasser auf dem Boden hat auch nichts genutzt. Eigentlich eher im Gegenteil. Der letzte, der hineinfiel, brach sich die Arme und Beine. Er schwamm noch eine Weile auf der Wasseroberfläche, bevor er ertrank. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen unterer lache. Es ist eigentlich kein lustiges Thema, aber wenn man sich so ein bisschen vorstellt, ist das... ja. Wäre das Wasser nicht gewesen, hätte ich viel Spaß damit haben können, ihm den Geist zu verwirren, bis ich ihn schließlich ein Ende gemacht hätte. Achter Abendstern. 4-200. Das ist bestimmt so die Zeitangabe. Habe noch einen gefangen. Endlich. Er ist absolut richtig, dass den Orks das, was sie an Größe und Stärke mehr haben, an mentaler Kapazität fehlt. Erstaunlich, dass sie überhaupt sprechen können. Er sagte andauernd, wenn er herauskräme, würde er mich in zwei Hälften zerbrechen, wie einen Zweig. Na, wenn das nicht die Überredungskunst pur ist. Ich habe ihm gesagt, wenn er den Kopf so lange unter Wasser halten könnte, wie der Kerzen durchbrennt, würde ich ihn freilassen. Die dumme Kreatur starb innerhalb von Minuten. Dieses Spielchen wird mir nie langweilig. 13. Abendstern, 4-200. Ich habe seit Tagen schon keine Seele mehr gefangen und das letzte Opfer starb beim Aufprall. Natürlich konnte ich seine Seele trotzdem noch zurückholen, aber ohne den Nervenkitzel des Tötens oder irgendeine Art von Folter fehlt im Ganzen einfach das gewisse Etwas. Die zurückgerufenen Seelen, die ich beschworen habe, geben gute Ziele ab.
Aber das Leben eines Sterblichen zu nehmen, ist so viel erfüllender. Ja, ich kann auch gut vorlesen, wenn die Tage gerade gut sind. Ein ungewöhnlicher Stein. Zu einem Schätzer kann ich den bringen. Das ist schön. Noch schöne Tränke, die nehmen wir auch noch mit. Seht ihr? Solche Bücher, wenn sie mal hin und wieder da lesen, das lese ich natürlich noch. Was ist das? Interessiert es uns? Ah, haha, das verbessert unsere Zerstörungskills. Das hat sich schon mal gelohnt. Da blätter ich eben mal schnell durch. Das mache ich eben noch. Aber ansonsten, Finger weg von Büchern. Bücher böse. Oh Gott, ist das lang. Jetzt komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hätte es jetzt eigentlich abgebrochen, aber jetzt sind wir es doch fast durch, oder? Haben wir es? Haben wir es? Ende! Ah, das lese ich doch immer gerne. So. Aber ich weiß, was der gemacht hat anscheinend. Er hat einfach... nö. Er hat einfach Leute in die Falle hier gehen lassen. Die sind allesamt hier runtergefallen. Und er hat sie... ihnen die Seele rausgerissen, so gesehen. Die Seelen, gegen die wir gekämpft haben, die er umgewandelt hat, so gesehen. Oder rausgerissen hat. Geheimtür? Och nö. Kann ich nur eine Fackel anbringen. Wozu die Eile? Hallo? Wir sind hier gerade kurz dem Tod entkommen. Wir sind mitten in irgendwelchen fremden Katakomben. Wozu die Eile? Puh.